Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Es ist Weihnachten, also fast übermorgen ist Weihnachten. Und ich habe noch gar nichts vorbereitet auf meiner Insel, irgendwie für Weihnachten. Deswegen werden wir heute ein bisschen unsere Insel verweihnachtifizieren. Ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall brauche ich dafür erstmal einen Kinderkescher. Denn ich habe so das Gefühl, ich werde noch ein paar Schneeflocken benötigen dafür. Oh, und guck mal, es gibt einfach einen riesigen Teddy hier. Aber heute will ich den nicht haben. Und was ist das denn hier für ein Spielzeug? Ich dachte, hier sollte immer Spielzeug sein. Na gut, egal. Komisches Spielzeug. So ein Brennding. Genau, weil hier gibt es ja überall diese komischen Schneeflocken. Dafür braucht man ganz schön viele für diese ganzen Schnee-DIYs, wo wir uns auch gleich nochmal einen holen können. Weil ich habe heute extra noch nicht den Schneemann gebaut. Ich habe heute schon sehr, sehr viel gemacht, aber noch keinen Schneemann gebaut. Und ich sehe gerade, Rainer ist auch da. Und Lupo, wie geht's dir heute so? Wenn ich dir nur beim Rumwurseln zuschaue, werde ich schon müde, Ovo. Und was hast du sonst so zu sagen? Tja, was mache ich wohl als nächstes? Je länger ich nachkripple, desto weniger vom Tag bleibt übrig. Oh, na gut, da grübel nicht so viel. Eigentlich wollte ich dir ein Geschenk geben, aber Lupo will anscheinend heute nicht. Aber Rainer ist endlich mal wieder da. Ich glaube, den hatte ich bisher zweimal. Seit es den gibt, war er zweimal auf meiner Insel. Ich habe jetzt auch nicht so viel gespielt, aber trotzdem. Erst zweimal, jetzt ist es das dritte Mal. Ich freue mich, muss ich auf jeden Fall reingucken. So, und wie ihr alle wisst, habe ich ja ein Video gemacht, wie man erkennt, was hier Fälschung ist und was nicht. Wäre jetzt ein bisschen peinlich, wenn ich es nicht erkennen würde, oder? Übrigens könnt ihr das oben im i nochmal nachgucken, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Also das hier ist eine Fälschung auf jeden Fall, weil oben rechts ist so ein Kaffeesatz drauf. Die Mona Lisa, ist die echt? Lass mal genauer hingucken. Was war bei der Mona Lisa, dass man da die Fälschung erkannt hatte? Ich glaube, das ist echt. Ich glaube, das ist echt. Das daneben kann auch echt sein. Habe ich schon eine Mona Lisa, ist die andere Frage. Habe ich schon mal eine Mona Lisa gekauft? Kann der Sachen doppelt haben? Das wäre ein bisschen dämlich, oder? Ich glaube aber, das Bild daneben ist auch echt. Das ist sogar ein verfluchtes Bild, da links daneben. Ich kaufe auf jeden Fall die Mona Lisa. Ich glaube nämlich, die ist auf jeden Fall echt. Cool, kriegen wir eine Mona Lisa. Und eventuell habe ich die sogar schon. Das ist ein bisschen dämlich. Egal, tschüss, Rainer. Wehe, du hast mir hier eine Fälschung verkauft, du. Na gut, aber um Rainer sollte es heute gar nicht gehen. Sondern wir bauen jetzt erstmal noch einen Schneemann. Ich habe ja auch schon ein paar gebaut, wie ihr seht. Der eine ist schon fast tot. Man kann ja insgesamt 4 auf einmal auf der Insel haben. Weil man kann immer nur einen am Tag bauen. Da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Und ja, die behalten halt nur 3 Tage. Und am 4. Tag sind sie dann geschmolzen. Also der hier ist schon voll geschmolzen eigentlich. Und der ist leider auch nicht perfekt geworden. Richtig doof. Der hat einen zu großen Kopf gehabt. Die anderen beiden waren perfekt. Man will die natürlich perfekt haben, damit sie einem eine große Schneeflocke geben und ihr DIY. Und dann ist alles dull. So, lass mal hier dann einen weiteren Schneemann basteln. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz genau, wie das funktioniert. Man nehme einen Schneeball, mache den so groß, wie es geht, tut ihn dahin, wo man ihn hinhaben will, nehme den anderen Schneeball, macht den auch so groß, wie man den eben machen kann. So, dann platziert man den auch da, wo man ihn hinhaben will. Und dann der Trick des Jahrtausends, Leute. Ihr hämmert euren Schneeball weg. Nein, Quatsch. Ihr zählt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dinger hier ab. Muss natürlich auf dem richtigen Weg sein. Und auf diesen... Ah! Nicht den anderen Schneeball bewegen. Auf diesen 6 Teils bewegt ihr den Schneeball jetzt einmal hin. Weil auf diesem Weg wird er natürlich immer kleiner. Ah nein, meine schönen Blumen. Dann wieder zurück. Ah nein, ich hab den jetzt auch falsch. Oh Gott. Moment, das ist jetzt schlecht. Okay, ich wollte eigentlich meine ganzen Schneemänner nebeneinander haben, aber das funktioniert ja jetzt gar nicht. Ich hab... was mache ich denn jetzt? Jetzt muss der da drüben hin. Ob das funktioniert, wenn er hier in den Blumen ist? Sollte aber funktionieren, oder? Sonst fände ich das komisch. Ja, auf jeden Fall muss der dann wieder zurück. Also man muss 18 Teils hin und her duddeln. Und wenn ich den jetzt auf den großen mache, dann sollte er eigentlich perfekt sein. Oh, dir steht ein Schneemehl in Perfektion. Aber das weißt du selber. Du hast mich ja so gemacht. Besten Dank, Kollege. Ich bin in schneeglicher Hinsicht perfekt. Ich kann deine Fähigkeiten in Form von Schnee gar nicht genug loben. Jemand mit solchen Fähigkeiten verdient eine Bastelanleitung. Mal sehen. Ah ja, du kriegst den Schneemannhut von mir. Und eine Riesenschneeflocke kriegst du auch. Die wirst du brauchen. Naja, ich bin cool unterwegs. Und das verdanke ich allein dir. Ja. Und bei denen kann er sich jetzt auch jeden Tag eine große Schneeflocke abholen. Oh, schauen wir doch mal. Ich habe auch schon ein paar Bastelanleitungen tatsächlich bekommen. Ja, insgesamt habe ich jetzt ein paar, aber noch lange nicht alles. Es gibt ja 15 an der Zahl. Wir haben heute den Schneemann-Hut bekommen. Der bringt mir jetzt nicht so viel. Ja, da fehlen halt noch so viele. Aber ich glaube, die kann man sich im ganzen Winter noch abholen, ne? Das muss jetzt nicht vor Weihnachten geschehen. Aber das heißt, aus dem Kram, den ich hier habe, muss ich irgendwie
jetzt eine Winterlandschaft herstellen. Weil bisher sieht meine Insel halt wirklich noch so gar nicht winterlich aus. Außer, dass es halt geschneit hat, aber sonst gar nichts. Ihr wisst ja, ich habe hier unten links meinen Halloween-Platz gebaut. Und eigentlich war die Idee ja, zu jedem neuen Anlass, das hier alles abzureißen und dann für das neue Event hier einzurichten. Aber ich glaube, für Winter wird das hier gar nicht genug lang vom Platz her, weil das halt auch so länglich ist, etc. Und deswegen werden wir lieber hier rechts bei der Disco arbeiten. Hier ist auch schon alles verwildert. Keiner geht mehr zur Disco. Einfach nur wegen Corona wahrscheinlich. Oh, hallo Heinz. Hallo. Du siehst Postmonster aus, Häschen. Ja, du auch. Und weißt du, was dir richtig gut stehen würde? Das hier. Ich weiß nicht, was drin ist, aber das steht dir bestimmt gut. Ah, ein Kochoutfit für mich? Echt jetzt? Bling. Ja. Besser als vorher. Danke, Dieselchen. Dafür kriegst du eine Angelweste. Yay. Angelweste wird gleich natürlich wieder eingepackt. Das ist der ewige Kreislauf der Geschenke in dieser City. So, ich habe hier schon ein paar Sachen hingelegt. Also hier Schlitten und diesen ganzen anderen Kram, den ich schon gebaut habe. Heißt aber, wir müssen jetzt erstmal die Disco abreißen. Obwohl ich die eigentlich ganz cool fand. Hat auch für ein Video hergehalten. Das Doofe an der Disco ist halt, wir haben hier diesen riesigen Klotz einfach, der neben meinem Haupthaus ist. Und das finde ich richtig blöd. Du läufst ja einfach gegen eine Wand, sprichwörtlich. Das ist doof. Heißt, wir reißen hier jetzt alles ab. Und während ich hier alles abreiße, könnt ihr mal erzählen, was ihr jetzt über die Weihnachtstage oder die Feiertage allgemein macht. Also bei mir ist das so, ich habe ja jetzt am 23., wo dieses Video wahrscheinlich auch rauskommt. Ich wollte es eigentlich heute schon rausbringen, aber ich glaube, das wird nichts, weil es zu spät wird. Da habe ich auf jeden Fall Geburtstag. Da werden wir Fondue essen. Ich werde nicht allzu groß feiern. Ich feiere sowieso allgemein nie groß, weil einen Tag vor Weihnachten, wer will da bitte mit mir feiern? Da sind die ja immer schon alle unterwegs zu den Eltern und was weiß ich. Deswegen habe ich eigentlich noch nie richtig gefeiert, weil ich auch ein kleiner schüchterner Junge bin. Aber dieses Jahr halt noch weniger. Ich lade nicht mehr Leute ein. Meine Oma und Opa kommen halt. Und dann essen wir Fondue, weil Fondue witzig ist. Ist wirklich witzig, oder? Käse? Man isst einfach nur Käse? Gibt doch gar nichts Witzigeres, als einfach nur Käse zu essen. Oder was meint ihr? Also das gibt's auf jeden Fall an meinem Geburtstag. Bin gespannt, was sonst noch morgen so abgeht. Ja, dann an Weihnachten. Da wird's dann Grünkohl geben mit ganz viel Fleisch. Bei meinen Großeltern, da gehen wir dann rüber. Die wohnen direkt nebenan. Und, oh, ja, Katharina, was willst du? Dieselchen, zugegeben, der Spruch ist schon echt mega. Aber wenn ich ein weltberühmter Popstar werden will, muss einfach mehr gehen. Katharina will mich einfach nicht mit Dieselchen nennen. Wie wär's denn dann mit Dusselchen? Okay, dann Dusselchen. Geil. Okay, Katharina ist wieder glücklich. Dann ist ja gut. Ja, auf jeden Fall gibt's da Grünkohl mit ganz viel Fleisch, ganz viel verschiedenen Fleisch. Ich liebe Grünkohl. Keine Ahnung, wie das bei euch ist, aber ich liebe Grünkohl. Und wir sind zum Glück keine Familie, die Kartoffelsalat mit Bockwurst isst. Das finde ich wirklich richtig widerlich. Jetzt no front für Leute, die das machen. Und das scheint ja auch weit verbreitet zu sein in Deutschland, dass man einfach Kartoffelsalat zu Weihnachten isst. Kommt gar nicht in meinen Kopf rein. Ich hasse halt Kartoffelsalat, Leute. Ich hasse es. Es schmeckt so ekelhaft. Das ist nur mein Geschmack. Also no front gegen Leute, die das irgendwie mögen. Aber irgendwie kommt das nicht in meinen Kopf rein. Am ersten Weihnachtstag geht's dann zu meiner Oma, die ein bisschen weiter weg ist. Keine Ahnung, was wir da machen. Restaurants haben halt gar nicht offen, ne? Sonst bin ich mit der mal ins Restaurant gegangen, zum Griechen. Aber dieses Jahr geht das ja gar nicht. Und, richtig komisch, die hat halt auch gar keinen Kühlschrank. Bin ja mal gespannt, was wir da essen werden. Aber das ist erster Weihnachtstag und am zweiten Weihnachtstag geht's dann wieder zu meiner normalen Omi. Und dann ist erstmal wieder gut. Da habe ich ganz viel gegessen. Bin locker 8 Kilo schwerer geworden, aber glücklich. Und die Sache ist, ich habe jetzt auch schon in der Vorweihnachtszeit super viele Plätzchen gebacken. Und auch so selbstgemachte Raffaello etc. Das ist alles sehr, sehr gehaltvoll und trägt nicht dazu bei, dass ich meine Sommerfigur halten kann. Das Gute ist ja, zur Weihnachtszeit packt man sich sowieso immer ganz doll ein und dann sieht man das nicht, wie fett man geworden ist, wenn man rausgeht. Naja, also das sind auf jeden Fall meine Weihnachtstage. Dementsprechend habe ich leider auch nicht so viel Zeit für YouTube. Ich habe jetzt eigentlich vor, ein bisschen voraus aufzunehmen. Mal gucken, wie gut das klappt, werdet ihr ja dann sehen. Aber ich glaube, ihr habt dann selber an Weihnachten und so gar nicht so viel Zeit zum Gucken, oder? Naja, mal gucken. Ihr könnt ja auf jeden Fall mal schreiben, was ihr über die Weihnachtstage so macht. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und was ihr esst. Essen ist sehr cool. Schreibt mir alle rauf, was ihr essen tut. Jetzt müssen wir uns überlegen, wo das Haus hinkommt. So, Häuser sind ja, glaube ich, 1, 2, 3, 4 mal 4 Felder groß. Ja, komm, lass einfach mal machen. Wir zählen das mal kurz ab, wie viel Platz wir zu beiden Seiten haben. So, das sind 1, dann sind das 3, 5. Singst ganz toll, Lutz. Singst ganz, ganz toll. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Okay, 11 hat aber eine Mitte, nicht wahr? 2, 4, 5. Hier ist die Mitte.
drei Löcher nach links, drei Löcher nach rechts. Heißt, hier wird dann irgendwo das Haus von dem stehen. Jetzt muss ich halt nur wissen, ob ich hinter dem was bauen will oder nicht. Also zumindest so eine Mauer, damit man eine zweite Ebene hat. Ich meine, die Mauer sieht man sowieso nicht, wenn man von oben guckt. Nur wenn Leute irgendwie mit einem Hubschrauber hier ankommen, dann würden sie diese komische Mauer sehen. Nee, Mann, das sieht so hässlich aus. Das kann man ja auch im Nachhinein noch machen. Wir könnten natürlich hier auch einfach zumachen, dass man hier einfach gar nicht rausgeht und stattdessen immer hier unten lang gehen muss. Dann verlängern wir diesen Weg hier unten und sagen dann, dass es hier nach oben geht. Das wäre auch eine Idee, denn dann könnten wir das Haus viel weiter nach unten setzen und eventuell dahinter nochmal irgendwann was bauen. Ja, so machen wir es. Ich werde Heinz sein Haus auf dieselbe Ebene wie das Rathaus packen und dann sieht das, glaube ich, ganz in Ordnung aus. Hallo Halsabschneider, ich würde gerne ein Haus verändern. Und jetzt müssen wir das nur irgendwie anpassen. Hier ist die Tür, auf dieser Ebene wie diese Mauer. Da ist die Türschwelle. Haben die normalen Häuser auch so eine Türschwelle? Ja. Hey, der ist jetzt schon auf derselben Etage? Lol, der zieht einfach nur ein Stück nach links oder was? Richtig dumm. Okay, also er zieht ein Stück nach links und hier muss aber die Mitte sein. Ja, hä? Wo ist denn jetzt die Tür? Die ist schon da, wo ich stand, oder? Aber irgendwie auch nicht. Guck mal, wir haben links zwei Löcher und rechts zwei Löcher. Aber das Haus steht einen weiter links. Ja, komm, das passt. Wir lassen das jetzt hier. In der Hoffnung, dass das wirklich in der Mitte ist, sehen wir halt erst morgen dann. Und jetzt richten wir alles so ein, dass sich der Heiz hier wohlfühlt. Guck mal, der ist einfach nur ein paar Meter weiter nach links gezogen. Und dafür zahle ich 50.000. Aber damit es meinem kleinen Heinz gut geht, mache ich das doch gerne. So, die Sache ist, wir müssen jetzt hier leider noch mehr aufräumen. Ich habe hier so viele Blumen, die ich alle nicht brauche. Ach, das möchte ich euch auch nochmal zeigen. Ich habe nämlich noch ein bisschen umgeräumt. Hier, bei Katharina, das war ja meine Blumenfrau. Ich habe hier schon ein bisschen ausgedüngt. Diese Blumen, die hier alle sind, ja, die sollen alle irgendwann weg. Weil irgendwie nimmt mir das so viel Platz weg. Einfach nur dafür, dass es Blumen sind und dann auch noch alles dieselben. Irgendwas anderes soll hier hin. Ich brauche halt auch irgendwann nochmal diesen Steinkreis oder so. Man kann die ja manipulieren, dass sie dann an einem Ort nur spawnen. Aber da habe ich auch noch keine Idee für. Und ich habe jetzt stattdessen hier immer pro Reihe eine Blumenart hingepackt. Und das halt bis oben hin. Fand ich, sah ganz witzig aus. Und was ich auch noch verändert hatte, der Friedhof, Leute. Der Friedhof hat jetzt einen Aufgang. Jetzt kann man hier hochgehen zu Lupo. Und Lupo kann endlich seinen Friedhof verlassen und muss hier nicht immer mit seinen Hexenfreunden abhängen. Gut, oder? Ich fand das jetzt nicht so schlecht. Und dann kann man hier runterlaufen zur Kürbisfarmerei von dem guten Carsten. Das finde ich auch richtig schön irgendwie. Übrigens, immer noch den Aufruf, ich brauche hier noch Kartons. Einmal für Kirschen. Ne, Birnen sind das. In meiner Welt sind Kirschen einfach Birnen, die andersrum, egal. Und für Äpfel brauche ich auch noch so einen Karton. Für die anderen habe ich jetzt alle schon welche. Von den Kirschen einfach mega, mega viele. Also wenn ihr da was habt und etwas entbehren könntet, dann wäre das ganz, ganz toll. Und das hier sieht irgendwie hässlich aus. Das müssen wir auch nochmal kurz abändern. Steinweg dahin. Und begradigen. Besser, ne? Ja, besser. Finde ich in Ordnung. Dann kann man hier langlaufen. So, aber ja, das dazu. Und achso, ich wollte hier hin, weil ich den Mülleimer brauche. Richtig. Oh, ist das ungewohnt, dass die Disco hier nicht mehr ist. Oh Gott, das war hier immer irgendwas im Weg. Ja, gut, ich räume da nochmal auf, obwohl da schöne Blumen bei sind, ne? Ach, wir haben noch Geschenke. Was ist da denn eigentlich drin? Ein Tischtannenbaum? Nicht dein Ernst. Das ist einfach ein saisonales Bastelprojekt. Guck mal, wie hübsch der ist. Das ist so ein Mini-Tannenbaum, ne? Leute, habt ihr einen Tannenbaum bei euch zu Hause? Zu Weihnachten? Oder eher nicht so? Und wenn ja, was für einen? Holt ihr euch extra einen frisch gerodelten? Nennt man das Rodeln? Frisch gehackten? Oder habt ihr so einen Plastikbaum? Oder habt ihr gar keinen Baum? Wie groß ist er? Also fragen, beschmückt ihr ihn selber? Beschmückt ihr ihn überhaupt? Wir haben immer so einen super kleinen Baum. Auch schon welche aus Plastik gehabt. Dieses Jahr haben wir wieder einen echten, aber auch nur einen kleinen, den man halt so auf den Tisch stellen kann. Den beschmücken wir dann ganz schön. Und dann leuchtet der halt so vor sich hin. Früher, als ich noch ganz klein war, da hatten wir auch richtige Bäume. Also so richtig große Bäume, die dann auch bis zur Decke gingen. Aber die haben dann halt genadelt und super nervig. Und gut, für die Umwelt ist das garantiert auch nicht, wenn man sich immer einen richtigen Baum holt. Aber wie ist das bei euch? Sag doch mal, Leute, sag doch mal. So, alle Pflanzen weg. Das dauert ja schon wieder alles so lange. Was mache ich denn? Wir bauen jetzt hier den Weg ein bisschen weiter. Das Gute ist ja, man muss diese Löcher nicht jeder einzeln stopfen, sondern man kann einfach seinen Weg da drüber machen. So, und dann geht's jetzt mal wirklich los. Ich habe mir jetzt überlegt, wir machen einfach mit der Gewässerlizenz hier ein bisschen Wasser hin.
dass er quasi so eingezäunt ist wie Aki da oben. Also ich möchte zumindest, dass er hier einen eigenen Weg hat. Einen eigenen Schneeweg. Heißt, die Tür ist ja hier, ne, wo ich jetzt stehe. Also wir müssen auf beiden Seiten erstmal ein bisschen Wasser abnehmen. So, und ich hoffe, der ist jetzt einfach lang genug. Und diesen Fluss machen wir jetzt einfach noch ein bisschen breiter und vielleicht ein bisschen, dass er nicht so ganz bescheuert aussieht. Irgendwie so. Dann sieht man den da am Ende und ich würde hier vorne gerne noch irgendwie ein Tor reinbauen, damit man auch weiß, ah ja, hier geht's jetzt los. Ich habe mir nämlich so ein schönes Eistor gebaut. Da, mal gucken. Das sollte ja drei Dinger groß sein, ne? Riesig groß, das Ding. Okay. Auf die einzelnen Inseln hier kommt dann noch irgendwas rauf. Wie zum Beispiel eine Eissäule. Ach du Kacke, ist die groß. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass die so riesig ist. Und auf diese kleine Insel kommt... Was, nicht genug Platz? Als ob der so viel Platz braucht. So, kommen Sie, Sie kleine Eisbär. Ich habe Sie leider getötet bei Paper Mario im letzten Part. Und das konnte ich mit meinem Gewissen natürlich nicht vereinbaren. Deswegen dürfen Sie hier jetzt erneut leben. Ist das nicht nett von mir? Ich weiß, ich bin der Allernetteste. Aber warum sieht er so aus, wie er aussieht? Oh, der ist gar nicht so richtig mittig. So, kommen Sie bitte ein weiter nach rechts, damit Sie... Hä, der geht einfach nicht mittig. Was ist das denn für ein Scheiß? Ach man, das sieht jetzt immer doof aus, egal was man macht. Toll. Und ich kann den nicht mal begradigen hier. Oh mein Gott. Animal Crossing. Please do something with diesem komischen Grid hier. I don't care. So, Gewissen bereinigt. So, jetzt steht der da. Und ich habe hier vorne nämlich noch richtig cool ein paar Rentiere. Das sieht natürlich alles im Dunkeln noch ein bisschen geiler aus. Aber die würde ich dann jetzt einfach... Weiß ich auch nicht. So neben die Tür hier halt tun. Ich glaube, das kann ganz cool aussehen, wenn das Haus dann am Ende hier steht und es dann dunkel ist. Kann man sich schon vorstellen, oder? Also auf jeden Fall aus dieser Sicht hier. Links steht was, rechts steht was. Dann stehen da diese komischen Dinger. Doch, doch, das wird toll. Aber irgendwie glaube ich, das sieht besser aus, wenn man den hier einkreist. Oder hier zumindest noch irgendwas hintut. Ich habe halt richtig viel Kram dabei. Hier, ich habe so einen Leuchtbaum. Wie sieht der denn aus? Uff. Okay, das ist ein bisschen groß. Ja, von mir aus kann der hier auch hin. Oder lieber neben das Haus? Neben Haus sieht wahrscheinlich besser aus. Der Heinz wird hier einfach unser Weihnachtsmann werden. Und unterm Tannenbaum dürfen natürlich die Geschenke nicht fehlen. Zack, das leuchtet auch im Dunkeln. Richtig cool. Und dann kriegt er halt erstmal noch einen Schlitten. Einfach alles, was irgendwie weihnachtlich ist, stopfen wir ihn jetzt voll. Alles in seinen Garten. Und das sieht dann gefälligst gut aus. Aber so, fürs Erste, ich glaube, dem Heinz wird das gefallen. Dann sieht das wenigstens ein bisschen weihnachtlich hier rechts aus. Heinz! Heinz will auch was von mir. Ja, bitte, Heinz. Willst du ein Handtuch, Alter? Hä? Nein, will ich nicht. Ich baue hier gerade dein Haus um, du. Dann schließen wir hier jetzt noch kurz die Mauer zu. Ab jetzt ist hier nämlich kein Durchkommen mehr. Hier wohnt jetzt nämlich jemand. So. Ja, weiß ich nicht. Dieser Weg muss dann vielleicht auch nochmal weg. Oder hier kommt irgendwas anderes hin. Vielleicht baue ich ihn halt wirklich doch nochmal ein. Dass das dann ab hier anfängt. Hier Mauer hoch, Mauer, Mauer, Mauer. Und dann auch hinter ihm, dass man auch hier hinten dann auf zweiter Ebene halt irgendwas bauen kann. Kann ich mir ganz gut vorstellen eigentlich. Aber dann hat man hier halt überall wieder eine Mauer. Hm. Müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob das vielleicht irgendwie gut aussieht. Kann man auf so einen Schlitten irgendwas raufpacken eigentlich? Nein. Und der Riesensternsplitter ist kleiner, als ich dachte. Kommen die Riesensternsplitter hier noch an den Anfang für den gewissen Touch. Und im Dunkeln sieht das bestimmt alles ganz witzig aus. Ja, also ich bin zufrieden. Ist jetzt nicht so viel gemacht, aber das Abreißen hat halt so lange gedauert. Und ich muss halt nochmal überlegen. Wegen der Wand drumrum. Wenn ihr Ideen habt, dann gerne in die Kommentare. Und ob ich hier diese Wand hinbauen soll oder nicht, wird mir weiterhelfen. Und wie ihr das allgemein findet. Ich finde es, wie gesagt, ganz hübsch. Jetzt habe ich das schon zum dritten Mal gesagt. Gut, dann sollte es aber erstmal für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und morgen dann Geburtstag. Da werde ich ja auch nochmal was aufnehmen. Vielleicht ändere ich dann hier an Heinz Haus nochmal was dran. Und dann sehen wir das morgen auch mal im Dunkeln. Und wenn es fertig ist, etc. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.